Heute anfange ich. Maria aus Lateinamerika lebt eigentlich gern in Dresden. Jetzt hat sie Angst. Deshalb haben wir ihren Namen geändert. Und mitten im Interview passiert es wieder. Scheiß Asylanten, ruft dieser junge Mann am helllichten Tag in Dresden. Warum denn? Weil die nerven. Was nervt denn? Jetzt hau ab mit deiner Kamera, was soll denn das? Ausländer haben es in Dresden schwerer, seitdem Pegida eine Massenbewegung ist. Und jetzt haben sie den Mut, raus alles zu lassen, ja, diese Hass zu lassen. Und das ist die Stimmung in der Stadt. Am schlimmsten ist es Montag, wenn demonstriert wird. Dann ist die Angst bei Maria so groß, dass sie ihre 11-jährige Tochter nach der Schule gleich nach Hause bringt. Dresden war wie ein Paradies und in 3 Monaten, es ist Hölle. Fühlt man nicht wohl hier mehr. Ja, mein Mann spricht schon über Dresden verlassen, ja, und er ist ein Deutscher, er ist aus Sachsen, ja. Obwohl Pegida an diesem Montag abgesagt wurde, Maria ist trotzdem so besorgt, dass sie ihre Tochter gleich nach der Schule abholt. Alltagsrassismus gab es auch in Dresden schon immer. Doch seit Pegida tritt er offener zutage, sagen viele Migranten. Unter ihnen herrscht Angst. Überall. Und in dieser angespannten Lage geschieht auch noch ein Mord an einem Flüchtling. Dresden am vergangenen Samstag. 3000 aufgebrachte Demonstranten trauern um Khaled Baray. Viele hier befürchten, es war eine fremdenfeindliche Tat. Ein Bauchgefühl, aber bisher auch nicht mehr. Denn Täter und Motiv sind noch nicht gefunden. Abseits der Demo treffen wir 2 Onkel von Khaled. Wie er sind auch sie vor der Militärdiktatur in Eritrea geflohen. Said wohnt in Remscheid, ist erst seit wenigen Tagen in Dresden. Etwas ist ihm aufgefallen. In der Stadt, in der ich wohne, sind die Leute sehr freundlich und reden mit mir. Hier gucken sie nur auf dich. Das ist ein großer Unterschied. Ihr Neffe überstand eine lebensgefährliche Flucht durch die Wüste und über das Mittelmeer. Und jetzt wurde Khaled in Deutschland getötet. Er war immer sehr freundlich, vor allem zu alten Leuten. Er war sehr menschlich, sehr sozial. Und er hat gern Witze erzählt. Khaled Baray. Vor wenigen Tagen wurde der 20-jährige Flüchtling aus Eritrea erstochen aufgefunden. Direkt hier, hinter dem Haus, in dem er wohnte. Die Polizei hat bisher keine heiße Spur. Nach Exaktinformationen schließen die Ermittler derzeit nur seine Mitbewohner als Verdächtige aus. Gestern in Khaleds Wohnung. Freunde und Mitbewohner haben sich zum Trauern versammelt. Aus Furcht will niemand erkannt werden. Das war Khaleds Bett. Auch sein bester Freund Safi ist hier. Sie verbrachten die meiste Zeit in Dresden zusammen. Khaled war immer freundlich zu allen. Er wollte Deutsch lernen und dann eine Ausbildung machen oder studieren. Gemeinsam mit Khaled erlebte Safi im Alltag, dass sich immer wieder Leute an ihrer Hautfarbe störten. Wir haben uns kaum rausgetraut, weil die Reaktionen der Leute hier immer unfreundlich waren. Meistens haben wir uns in der Wohnung getroffen. Safi hat Angst. Am liebsten würde er sofort in eine andere Stadt in Deutschland ziehen. Jumna Steckler, Studentin aus Ägypten. Sie ist mit einem gebürtigen Dresdner verheiratet und spricht nahezu perfekt Deutsch. Und doch sieht auch Jumna für sich keine Zukunft in Dresden. Montagabends, wenn Pegida durch die Straßen zieht, traut sie sich nicht mehr allein raus.
Ich habe natürlich Kopftuch, da kann jeder sehen, ich bin eine Muslim. Ich habe Angst, dass ich angegriffen würde oder vielleicht nochmal beschimpft werde. Es ist auch nicht so angenehm, dass man irgendwas Schimpfwörter immer wieder hört. Kann man dann natürlich das ignorieren. Ich ignoriere das Ganze, damit ich die Menschen nicht provoziere. Die ablehnenden Blicke haben in den letzten Monaten zugenommen. Das hält Jumna aus. Nicht aber, dass sie in der Stadt überhaupt keine Perspektive hat. Nach meinem Master, wir würden auf jeden Fall wegziehen, weil ich denke, in irgendeiner Stadt im Westen. Weil hier einen Job mit meinem Kopftuch zu finden, ist sehr schwierig. Trotz hoher Qualifikation bekommt sie nicht einmal einen Praktikumsplatz. Die Organisatoren von Pegida behaupten immer wieder, keine Ausländerfeinde zu sein. Auf ihrer ersten Pressekonferenz vor 2 Tagen konfrontieren wir sie mit den Ängsten der Migranten. Ausländische Mitbürger, die hier in Dresden leben, haben uns gesagt, dass sich ihr Angstempfinden explizit durch Pegida erhöht hat. Inwiefern können Sie deren Ängste nachvollziehen? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen in Bezug auf Pegida. Gar nicht. Kein Zusammenhang zwischen Pegida und der Furcht der Migranten? Maria, mit einem Sachsen verheiratet. Safi, der Flüchtling. Und Jumna, die Studentin. Nicht nur sie erleben es anders in Dresden.